Ihr wisst ja, mein Steckenpferd sind feste Shampoos. Heute soll es mal um ein festes Shampoo bei schuppiger Kopfhaut gehen. Wie das bei mir funktioniert hat, oder sagen wir anders, ob es bei mir funktioniert hat, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Produkt hier. Das ist ein festes Shampoo von La Saponaria. Kannte ich vorher nicht. Habe ich bei Ecoverde bestellt. Und das ganze Produkt hat 7,85 Euro gekostet. Ich habe da schon ein bisschen verbraucht, sieht man am Karton, das hat exakt reingepasst. Ich habe eine Weile gebraucht. Erst dachte ich mir, hä? So Produkte schlecht machen möchtest du eigentlich nicht. Jetzt probierst du es noch eine Weile. Und ich habe eigentlich mit dem Produkt schon abgeschlossen, habe das immer nur so sporadisch verwendet. Und so die letzten drei Male habe ich halt echt nur das verwendet. Und bei mir ist es so, ich wasche meine Haare. Zuvor mache ich so, dass ich, durch das, dass ich Locken habe, dass ich halt einfach über meine Kopfhaut gehe mit einer Bürste und so der Kopfhaut ein leichtes Peeling verpasse. Und ja, wenn du halt Probleme mit der Kopfhaut hast, dann siehst du halt so das ganze Unglück auf der Kopfhaut. Und da ist mir so das letzte Mal aufgefallen. Oh, hier vorne keine Schuppen mehr, was geht? Das muss man dazu aber auch sagen, dass ich eine saure Rinse dazu mache, denn gerade so Apfelessig ist unwahrscheinlich gut für die Kopfhaut, aber das wird wahrscheinlich da auch reingespielt haben, muss es einfach. Also es ist nicht alles weg, aber man hat halt einfach gemerkt, so, da ist so ein kleiner Ausgleich da. Hier wird mit Präbiotika gearbeitet, es ist Zichoria drin, es ist Klettenwurzel drin, ich weiß nicht, ob ihr diese Haarwasser von früher noch kennt. Gibt es die noch im Laden? Ich habe die nie wieder gesehen. Das hat man auf die Kopfhaut getan, um ihr was Gutes zu tun. Und da war das auch immer drin. Die waren halt immer voller Alkohol und voller Duftstoffe. Kann ich mir nur gut dran erinnern. So ist es hier eben auch. Ich finde es immer schade, dass man dem Endverbraucher irgendwie vorgaukelt, gerade bei Naturkosmetik sehe ich ganz oft, es ist besonders viel, es sind viel Kräuter drin und viel Gutes, so wird es hier auch so ein bisschen vorgegaukelt. Weil es sind eben auch kritische Duftstoffe drin, wenn du auf kritische Duftstoffe reagierst, das ist natürlich nichts. Aber es ist eben auch Zichoria drin und die riecht man raus und ich glaube die Klette riecht man auch raus. Also es riecht nicht unangenehm, geht in Richtung Kräuterbonbon, würde ich an der Stelle sagen. Naja, also es ist nicht störend. Ich brauche den Duft aber trotzdem nicht in meinen Haaren. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Was für mich wichtig ist, ist Schäumen. Es ist Sodium-Kokosulfat dran. Das ist jetzt nicht das Mildeste für die Kopfhaut. Ich für meine Haare, weil die halt schnell fetten und recht fein sind, ich brauche ein Sulfat. Ich gehe jetzt aber, muss an der Stelle sagen, ich gehe jetzt auch wieder von den festen Shampoos eher weg. Weil so feste Shampoos meistens immer auf Öl basieren und so ist das auch relativ fettig. Ne? Also dein Haar wird damit sozusagen auch gleich mit gepflegt. Jemand mit dicken Haaren wird auf Dauer mit festen Shampoos unglücklich sein. Ist einfach so, weil man braucht erstens viel Produkt, zweitens braucht man viel Wasser, um das Ganze wieder rauszuwaschen, was nicht nachhaltig ist. Ich mag feste Shampoos trotzdem und bin da so ein bisschen so automatisch, gucke ich immer zu so Produkten, wenn es irgendwie was Festes gibt oder so, das interessiert mich dann schon. Und damit habe ich dann auch kein Problem, weil meistens sind es dann so Kombisachen und wenn diese Kombisachen dann auch noch ohne Duftstoffe sind, liebe Hersteller, dann ist es halt einfach richtig, richtig cool. Mit 7,85 Euro ist es jetzt nicht das allerteuerste Waschstück, was ich vorgestellt habe. Da gab es teurere in der Vergangenheit. Aber es ist auch nicht ganz günstig. Und es gibt es eben im Naturkosmetikbereich. Ihr könnt es bei Ecoverde bestellen. Ich würde dir jetzt mal die Inhaltsstoffe einblenden, dass du einfach mal siehst, was da drin ist. Würde ich das Produkt nachkaufen? Offensichtlich macht es irgendwas. Also ich bin ganz gespannt, den Rest noch aufzubrauchen, um dann zu sagen, irgendwie, jetzt sind meine Schuppen ganz weg, weil so die Idee dahinter, Präbiotika, mit Präbiotika zu arbeiten,
eben die guten Bakterien zu füttern, ist eigentlich nicht blöd, weil dann wachsen die guten Bakterien mehr und die schlechten gehen eher zurück. Und den Grundgedanke fand ich halt eben an dem Produkt echt wahnsinnig gut. Das Ganze ist Naturkosmetik, wen das wirklich interessiert, also wer da echt Wert drauf legt. Und ja, das ist halt, es ist so ein bisschen reichhaltiger, muss man an der Stelle sagen. Und es ist weicher als alle anderen, die ich bis jetzt verwendet habe. Dadurch verbraucht es sich ein bisschen schneller. Von dem her würde ich es jetzt nicht als ganz günstig bezeichnen. Aber, wie gesagt, es tut was auf der Kopfhaut. Hätte es echt nicht gedacht. Ich musste jetzt wirklich einige Male damit waschen, um wirklich was sagen zu können. Weil ich habe mir gedacht, was sagst du zu der Kamera? Mach jetzt ein Video oder mach keins? Ja, ihr seht, ich habe mich demnach dafür entschlossen, ein Video zu machen. Das ganze Produkt ist nicht unwahrscheinlich lange haltbar. Naturkosmetik ist auch da immer so ein bisschen schwierig. Also überlege, ob du dir so ein Produkt zulegen möchtest oder nicht. Weil wenn sowas gibt, ist es natürlich auch nicht so geil. Weil ich vermute mal, dass es halt einfach auch mit den Inhaltsstoffen und den Ölen zusammenhängt, dass so ein Produkt halt einfach schneller kippen würde. Ich würde es nicht nachkaufen, wie gesagt, ich werde zukünftig einfach auch ein bisschen mehr flüssige Shampoos hier auf dem Kanal vorstellen, weil das meinen Haaren einfach nicht so gut tut. Die brauchen nicht so viel Pflege. Kennt ihr das Produkt? Habt ihr andere Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Würde mich freuen. In der Infobox findest du den Link zu dem Produkt. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, damit unterstützt du das Video, damit unterstützt du meinen Kanal. Und ich verabschiede mich jetzt, sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!